kommen. Wir hätten aufgelöst und dann ergibt sich daraus eine Entfernungspflicht für die Teilnehmer. Und dann bleiben die stehen. Dann ergibt sich die Pflicht aber immer noch. Und dann müssten wir als Polizeivollzugsdienst, müssten wir diese Entfernungspflicht durchsetzen. Da sagt man ja klar, das hohe Infektionsrisiko. Aber jetzt bitten wir einfach mal darüber nachzudenken, wir hatten Tausende von Menschen, wir hatten 30-Jährige, 40, 50-Jährige, 70-Jährige mit Hund, ohne Hund, mit Kindern. Wir hatten Tausende Menschen unserer bürgerlichen Mitte, die völlig friedlich dort stehen. Manche nennen das ziviler Ungehorsam. Und dann sollen wir diese Menschen notfalls mit unmittelbarem Zwang, also mit Pfefferspray, mit Schlagstock, mit Wasserwerfern, ich nehme den Vasen, von dem Vasengelände runtertreiben. Das ist unverhältnismäßig. Kriege ich als Einsatzleiter nicht hin. Und deswegen habe ich mich auch eindeutig dagegen ausgesprochen. Dafür stehe ich als Einsatzleiter nicht zur Verfügung. Ich habe vollstes Verständnis, glauben Sie mir das, für dieses Spannungsfeld, was dort entsteht. Auf der einen Seite die Versammlungsfreiheit, auf der anderen Seite das Infektionsrisiko. Aber dieses Spannungsfeld kann die Polizei in der Form nicht lösen. Weil wenn nämlich nachher, und wir reden hier immer noch, Herr Kniesel hat es gesagt, über die Ordnungswidrigkeiten, Auflagenverstoß, die Maske nicht tragen, ist eine Ordnungswidrigkeit. Wenn wir gegen Tausende von Personen, und ich habe Ihnen gerade beredet, wer das war, wir hatten natürlich auch Leute aus dem extremistischen Spektrum unter diesen Teilnehmern, das möchte ich gar nicht beiseite wischen, das hatten wir. Aber wir reden über tausende Menschen unserer bürgerlichen Mitte, die ihren Unmut zum Ausdruck bringen. Und dann erwarten wir von der demokratischen Polizei, dass sie bei einer völligen Friedlichkeit Verletzungen hervorrufen soll, um den Platz zu räumen. Und da möchte ich auf den Platz eingehen. Wir hätten das Problem gar nicht lösen können. Also ich hätte die Situation nicht verbessert. Ja, wir hätten das Problem räumlich verlagern können, vom Vasen runter auf die Mercedesstraße. Dann stehen aber immer noch Tausende dort. Und vor allem hätten wir mit der polizeilichen Arbeit das Infektionsrisiko erhöht, weil erstens körperliche Anstrengung dazukommt und wir die Personendichte noch erhöhen. Und mit dem Wissen, dass wir das Infektionsrisiko nicht verbessern, sondern verschlechtern, sollen wir noch, weiß ich nicht, wie viele Verletzte produzieren, um nachher zu sagen, aber wir haben gehandelt. Steht außer Verhältnis. Kann ich Ihnen so in der Form leider nicht anbieten. Am Ende kann ich Ihnen sagen, ist das für uns als Polizei Stuttgart total unbefriedigend. Glauben Sie mir das. Und es geht auch nicht darum, dass eine Polizei nicht handlungsfähig ist. Wir sind immer handlungsfähig. Und wir werden auch in Stuttgart, haben wir nicht und werden wir auch nicht in Zukunft irgendwelche rechtsfreien Räume entstehen lassen. Es ist auch kein rechtsfreier Raum, wenn Leute ohne Maske in diesem Fall friedlich demonstrieren, weil nämlich trotzdem zu diesem Rechts- oder diesem rechtssicheren Raum die Frage trotzdem im Kontext steht, ob der Schaden nachher, den ich mit der Durchsetzung erziele, höher ist als der Verfolgungsanspruch einer Ordnungswidrigkeit. Und ich hoffe, Sie glauben uns, dass wir, die so einen intensiven Kontakt haben zu Rettungsdiensten, zu Feuerwehr, zu Krankenhäusern, dass wir einen Blick dafür haben, für Intensivstationen, für Schwererkrankte, die im Covid-Bereich irgendwo im Intensivbereich liegen, da haben wir einen ganz, ganz guten Blick für. Und dass sich das nicht gut anfühlt, das hoffe ich, können Sie uns abnehmen. So viel aus Sicht der Polizei Stuttgart. Besten Dank.